Jo Leute, was geht? Ich bin's Einhorn und heute ein wunderschöner Tag mit zwei Menschen an meiner Seite. Grüße gehen raus. Nämlich fahren wir jetzt ein bisschen und dann machen wir auch noch Night Ride später. Glaubt ihr, ist es schlimm, wenn man in der Absperrung fährt? Kriminell! Aber hier in Berlin kommt man für sowas in den Knast. Kann man machen, oder? Wie die gucken, Alter. Digga, ich hatte Sattel oben. Guck mal, hier auch noch mehr Treppen. Jawohl, Alter, geil. Oh, die sind auch krass, Alter. Das Ding ist, wenn man langsam fährt, geht halt alles. Yeah, Mann. Geil, Alter, let's go. Das sieht mir nach den nächsten Treppen aus. Ich hatte so Angst, einen Platz zu bekommen, weil diese Steine da so komisch aussahen. Oh, Junge, was ist da passiert? Bruder, das haben die da rausgefischt. Junge, what the fuck? Was ist da passiert? Glaubst du, die Federgabe geht noch? Ich bin mir nicht sicher. Ungefähr so wird mein Fahrrad in 5 Jahren aussehen. Junge, diese Ausleihfahrräder sind ja schon gut, aber die Leute werfen die alle in die Flüsse. Ein Treppensport nach den anderen, die sehen auch krass aus da. Wir testen die auf Stabilität. Ja, heute macht jeder ein Video. Security. Security, Security, Security. Und der hat mich so böse angeguckt. Also kennt er dich schon noch besser? Ja, ja, der kennt mich. Stammkunde. Stammkunde. Ey, lass mal da schnell hochrennen und runterfahren. Aber wir müssen extrem schnell sein, weil sonst werden die Jobs genommen. Warte, da ist ein Ordner. Junge, das ist so dumm. Ja, okay. Keine Chance. Ist gesichert, kann man nichts machen. Kurze Pause machen. Eine Pause? Kann ich Lichter dran machen. Was ist denn mit dir los? Was für eine Pause? Ich will nur Lichter dran machen. Also die Jugend heutzutage. Ja. Digga, du fährst mir ein bisschen nach. Ich hatte irgendwie kurzzeitig das Gefühl, dass du mich reinfährst. Geh weg, geh weg. Ja. Let's go. Let's go. Hier geht's nicht weiter, hier ist eine Sackgasse. Die Securities hier haben sich anscheinend Gott sei Dank schon Feierabend genommen. Glaubst du, man kann die doublen hier? Ich hab Bock zu doublen. Erstmal nochmal anfahren, gucken. Okay. Ja doch, das muss easy sein. Let's go! Das Bike ist ja schon länger als die Treppe, also so gut kann man da gar nicht drin landen. Junge, what the fuck? Machen die TikToks oder was? Ja. Oh Gott, Alter. Lass schnell die Treppen fahren und weg. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Wir können auch einmal rumfahren, da sind auch noch bessere Treppen. Ja. Der nächste Treppenspot. Let's go, Junge! Kommen da Menschen? Nee, fahr ich um. Okay. Oder seid ihr TikToker oder so? Seid ihr TikToker? Nein. Okay, das ist sympathisch. Macht weiter euer Ding, das ist cool. Aber ich meine, soll die machen so? Die stören niemanden, die tanzen da ihr Ding. Meinst du es nicht? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Aber immerhin mögen sie keinen TikTok, das ist doch sympathisch. Meint ihr, die machen nicht mit TikTok? Nee, ich habe gefragt, ob die TikTok machen. Die so, nein! Sorry, ich wollte sie nicht erschrecken. Alter, Bruder. War das der Sturm oder war das ein aggressiver Mensch? Bruder, hier ist immer voll, egal um welche Uhrzeit. Ah doch, die sind sehr, sehr steil. Oh, Digga. Oh, Bruder, lass hier weiter runter. Die nochmal fahren, Digga, die ist richtig schön lang. Okay. Entschuldigung, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Das war doch nicht mal ein Mitarbeiter oder irgendwas. Das war einfach nur ein Random. Alter, der ist nice.
Meint ihr, da ist eine, wenn der, meint ihr, wenn der weg ist, ist da eine Schranke, wo wir nicht durchkommen? Wollen wir vorbei? Komm, wir fahren rein. Hä? Was macht der denn? Der telefoniert oder so und bleibt dann stehen. Ey, eigentlich braucht man jetzt so eine Bluetooth-Box und muss hier richtig laut Party machen, weil es so schallt. Aber es sieht, Junge, es sieht echt geil aus, muss ich sagen hier. Ich sehe es wirklich geil aus. Ey, guck dir mal diese ganzen Lichter an. Skyline von Berlin. Geil, Mann, sieht krass aus. Mein Gott, als ob das ein Security ist. Und wenn, was und selbst machen? Wenn. Hey, wieso fährt hier ein Auto? Das ist doch nicht mal eine Straße. Einfach Chabo. Wir haben Fans. Wir haben Fans. Hey! Herzlich willkommen, Leute. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Telefonnummer klären könnt. Seid ihr so U-Bahn-Chiller? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Okay. Aber nur eigentlich. Nur eigentlich, oder? Wo kommt ihr her? Aus Nazan, ja. Ja, woanders. Das klingt so, als kommt ihr irgendwie aus Saudi-Arabien oder so. Nein. Ey, könnt ihr. Ganz, könnt ihr uns ganz kurz filmen, wie wir einmal runterfahren? Okay. Natürlich. Du musst ein bisschen schneiden. Ja, alles gut, danke dir. Okay, reicht das? Auch ja. Nö, alles gut, vielen Dank. Ich mache so ein paar Videos auf YouTube und so mit Mountainbike. Und ist es schlimm, wenn ich jetzt die Treppe runtergefahren bin, wenn man euch irgendwie am Rand gesehen hat oder so? Nein, alles gut. Alles gut? Naja. Auch für alle? Das ist alles super. Weil muss man immer fragen so. Ja. Wenn ihr das nicht wollen würdet, dann würde ich es halt rausnehmen. Ja, ich würde Bundestag gehen, maybe. Ja. Ey, ihr wisst nicht, du weißt nicht, wo der Bundestag hier ist? Der ist hier irgendwo, aber wir haben keine Ahnung wo. Okay. Du kommst auch aus Marzahn oder Bayern oder? Nein, No Hand MTB. No Hand MTB. No Hand. No Hand. Warte, ich komm gleich runter, ich erklär's dir. Mann, ey, ist das so schwer. Warte, ich zeig dir. No Hand MTB. Genau, MTB steht halt so für Mountainbike und so. Okay. Kein Problem. Ich hab überlegt mit Nummer, aber irgendwie war der Smalltalk nicht so da. Ja, ich dachte mir schon, Digga, weil du so lange brauchst. Ja, ja. Ach fuck, ich hätte sagen können, ich geb dir mein YouTube und du gibst mir dein Insta. Ich bin so dumm. Das ist doch der 3-Meter-Gap. Ich fühle mich okay, ja. Also, die eine, die möchte Insta haben, sich auch nicht fragen. Einfach nur, darfst du dein Insta haben? Wer denn? Die mit der Brille. Ja, kannst du dir geben. Aber wie du heißt. Ja, genauso wie auf YouTube. Ah, okay, cool. Leichte Beute sind wir auf unserem Weg für den Teufel. Tschüss, was schätzt ihr noch? Na mal gucken, hier im Umkreis. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mitkommen, so Reichstag oder so. Wo? Keine Ahnung. Wir wissen halt selber nicht, wo das ist, das ist das Problem. Aber wenn ihr wollt, ihr könntet euch zum Beispiel, wenn euch langweilig ist, jetzt einfach E-Scooter holen und dann mit uns mitfahren. Nur sie könnte gehen, weil wir haben alle Campierbäume. Ach so. Ja, okay. Das ist belastend, wenn die, von der man Insta möchte, Insta auf die andere verweist. Quasi, ne? Sie kommt so hoch, ich denke so, okay, sie will mich nach Insta fragen, aber was ist, sie fragt nach Insta für ihre Freundin. Scheiße, aber wenn sie das im Video sieht, dann sieht sie das im Video. Macht Sinn, oder? Aber das ist extrem weird, Digga. Ich kann jetzt nicht, wenn sie sagt, hier, kann meine Freundin den Insta haben, ich kann dann nicht sagen, nee, ich hätte lieber dein Insta. Das geht nicht. Ich bin traurig, Bruder. Ich bin einfach nur traurig, wie das gerade gelaufen ist. Das hätte so gut laufen können. Alter, die war 20, safe. Ja, aber ich bin auch 20, wisst ihr, Leute? Tief im Herzen bin ich so alt wie sie. No Head MTB Palette. Ja, genau. Das Titel wird irgendwie heißen, Chicks klären, aber sie bricht mir das Herz oder so. Warum hast du mein Herz gebrochen? Jetzt ist es zerstört und es schmerzt beim Pochen. Ich hab dir vertraut, Digga. Ich hab dir vertraut. Du hast mein Herz gebrochen. Ich bin jetzt traurig für den Rest des Videos. Aber nee, ich würde sagen, ich bin einfach so traurig. Ich beende jetzt das Video, Leute. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein
Like da. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. Du musst schreien. Tschüss. Tschüss. Warum hast du mein Herz gebrochen? Jetzt ist es zerstört und es schmerzt beim Pochen. Warum hast du mein Herz gebrochen? Teddy Baby Girl. Warum hast du... Spaß beiseite, Freunde.